Hallo und herzlich willkommen zu den Creepy News Nr. 2. In dieser Rubrik berichte ich über aktuelle und manchmal auch etwas ältere News, die irgendwie creepy sind. Viel Spaß dabei! Das Ende der Welt ist nah. Ja, ich weiß schon wieder, aber es ist nun mal so. Diesmal ist das Ende der Welt tatsächlich sehr, sehr nah und wurde von Baba Vanga vorhergesagt. Baba Vanga ist bereits im Jahr 1996 im Alter von 75 Jahren verstorben. Doch die bulgarische Wahrsagerin gilt vielen als unfehlbares Orakel. Ihr wird nachgesagt, einige der berüchtigsten Momente der Weltgeschichte vorhergesagt zu haben. Für ihr zweites Gesicht soll ein Wirbelsturm verantwortlich sein, bei dem sie als Teenagerin ihr Augenlicht verlor. Dann schauen wir doch mal, was Baba Vanga für eine Prophezeiung für das Jahr 2023, also viel Zeit bleibt jetzt wirklich nicht mehr, vorhergesagt hat. Baba Vanga sagte für das Jahr 2023 vorher, dass die Erde ihre Umlaufbahn drastisch ändern werde. Eine solche Änderung der Umlaufbahn hätte natürlich drastische Folgen für das Leben auf der Erde. Entweder wird es extrem kalt oder sehr, sehr heiß. Baba Vanga soll vorhergesagt haben, wie die Erde von einem gewaltigen Sonnensturm erfasst wird, der das Klima und auch die Technologie auf der Erde massiv verändern würde. Also es sind zwei Vorhersagen. Einmal verlässt die Erde die Umlaufbahn und es kommt ein gewaltiger Sonnensturm. Das alles noch in diesem Jahr. Schauen wir mal, was passiert und ob sich diese Prophezeiungen erfüllen werden. Viel Zeit bleibt uns diesmal nicht mehr. Also, wer noch wichtige Dinge zu erledigen hat, der sollte sich beeilen. Es sei denn, er zweifelt an den Vorhersagen von Baba Vanga. Wer jetzt noch schnell eine Familie gründen möchte, der hat leider Pech. Denn Baba Vanga prophezeite für das Jahr 2023 auch, dass in diesem Jahr das Ende der natürlichen Schwangerschaften eingeläutet wird. Babys werden danach nur noch in Laboren gezüchtet. Wer noch ein Kind bekommen darf, darüber entscheidet dann die Politik und die Medizin. Aber bis jetzt ist es ja noch nicht verboten. Also, aber bitte erst das Video zu Ende schauen. Bei einer Totenwache klopft es aus dem geschlossenen Sarg. Scheintod scheint immer noch ein Thema zu sein, wenn man sich den kuriosen Fall in Ecuador ansieht. Rund 5 Stunden nach Beginn der Totenwache hörten Angehörige ein Klopfen aus dem Sarg. Nach dem ersten Schrecken öffneten sie den Sarg und stellten freudig fest, dass die für tot erklärte 76-Jährige noch am Leben war. Sie war im Sarg wieder aufgewacht. Man stelle sich nur mal vor, wenn dies erst nach der Beisetzung des Sarges erfolgt wäre. Die Frau atmete schwer und wurde von den Angehörigen sofort ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort teilten die Ärzte den Angehörigen mit, dass der Zustand der Frau namens Montoya immer noch sehr ernst sei. Das ecuadorianische Gesundheitsministerium teilte auf Anfrage der Presse mit, dass Montoya, eine pensionierte Krankenschwester, mit dem Verdacht auf Schlaganfall und Herz- und Lungenversagen ins Krankenhaus gebracht worden ist. Als die 76-Jährige auf Wiederbelebungsversuche nicht reagierte, erklärte sie der diensthabende Arzt für tot und stellte eine Sterbeurkunde aus. Die Familie bestätigte, dass Montoya schon bewusstlos gewesen sei, als sie auf die Intensivstation gekommen sei. Einige Stunden später habe der diensthabende Arzt sie für tot erklärt. Kurz darauf wurde Montoya zum Bestattungsinstitut gebracht und dort wurde die Totenwache abgehalten, als sich Montoya plötzlich aus dem Sarg meldete. Insgesamt habe Montoya schon 5 Stunden im Sarg gelegen, bis sie mit der Hand gegen die Kiste geschlagen hat. Es gibt sogar ein Video von dem Vorfall. Ich habe hier nur ein paar Standbilder gezeigt, da Montoya im Sarg nicht besonders vorteilhaft aussieht und auch das schwere Atmen nicht gerade schön ist. Die letzten Infos, die ich gefunden habe, sind die, dass ihr Herz und Kreislauf stabil sind und eine Genesung nicht ausgeschlossen ist. Das Gesundheitsministerium hat übrigens eine Untersuchung gegen den Arzt eingeleitet, der voreilig den Totenschein ausgestellt hatte. Zudem wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Prozedere bei der Ausstellung von Sterbeurkunden in der Klinik prüfen soll. Dieser Vorfall ereignete sich übrigens im Juni 2023. Tiefseefischer fängt bizarre Horrorkreatur. Wenn man das Bild zum ersten Mal sieht, kommt gleich der Gedanke auf, dass es sich hierbei doch nur um einen Fake handeln kann. Mein Fake-Stempel zuckt auch ganz gewaltig, aber dieses Foto ist tatsächlich echt.
und die Kreatur darauf ebenso. Zur Geschichte hinter dem Bild. Roman Fjodorzow arbeitet auf kommerziellen Trawlern und fängt nebenbei bizarre Lebewesen aus der Tiefsee. Er hat einen Twitter- oder nun X-Account, dem er nicht nur dieses seltsame Wesen präsentiert, sondern auch noch andere. Wer sich ein bisschen gruseln möchte, den Link zum Twitter-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Fjodorzow, der in Murmansk lebt, dokumentiert mit seinem Handy die Tiere, die er fängt. Er fischt hauptsächlich in der Barentssee vor der russischen Nordküste. Er fischt aber auch in anderen Teilen der Welt, unter anderem vor der Küste von Afrika, also im Atlantischen Ozean. Aber bleiben wir bei diesem seltsamen Exemplar. Es handelt sich hierbei um einen Knorpelfisch, eine Chimäre, die auch als Geisthai bekannt ist und im Jahre 2016 das erste Mal lebend gefilmt wurde. Lebend sieht der Hai immer noch seltsam aus, aber nicht ganz so creepy wie bei diesem Fang. Bizarrer Fund in Rom. Medizinischer Abfall aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Unter dem Caesarforum in Rom wurde etwas gefunden, das einigen übel aufstoßen könnte. In einer Grube wurde medizinischer Abfall aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Wer nun glaubt, dort wären Gliedmaßen, die aus medizinischen Gründen abgetrennt worden sind, entdeckt, der irrt. Die entdeckten medizinischen Abfälle stammen vom damaligen Krankenhaus Ospedale dei Formari. In der Grube wurden neben persönlichen Sachen von Verstorbenen Glasgefäße bzw. deren Fragmente gefunden, die vermutlich zum Sammeln von Urin verwendet wurden. Zu dieser Zeit, zur Zeit der Renaissance, war, wie auch im Mittelalter, die Untersuchung von Urin ein zentrales Diagnoseinstrument. Diese Glaskolben, auch Matula genannt, dienten zum Auffangen des Urins. Dieser Urin wurde in diesen Fläschchen gesammelt, damit der Arzt die Farbe, die Sedimentation, also die ungelösten Teilchen, den Geruch und jetzt kommt es, manchmal auch den Geschmack untersuchen konnte. Na dann, Prost! Das Auffinden von verbranntem Holz in den Gruben mit dem medizinischen Abfall deutet darauf hin, dass die Krankenhausprotokolle, welche bereits aus dem 17. Jahrhundert stammten, angewandt worden sind. Es wurde empfohlen, Möbel, Bettzeug, Geschirr und andere Gegenstände zu verbrennen, mit denen der Patient in Kontakt gekommen war, wenn er an einer Infektionskrankheit wie zum Beispiel der Pest gelitten hat. Die Dinge wurden verbrannt und anschließend wurde die Grube mit Lehm versiegelt. Man war auch damals schon bemüht, alles zu versiegeln, damit sich die Krankheiten nicht weiter ausbreiten konnten. Eigentlich eine gute Idee, bis auf den Arzt, der die ein oder andere Geschmacksprobe des Urins vorgenommen hatte. So, das waren die Creepy News für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video, euer Kipu.